Hallo Leute, schön, dass ihr beim nächsten Video dabei seid. Und wir haben jetzt wieder ein Set von Singbau. Auch das habe ich schon in dem Livestream von Daniela und Sascha, dem Weihnachtslivestream, aufgebaut. Aber ich hatte ja auch da schon gesagt, ich baue das nochmal auf, nehme es auseinander und baue es nochmal in einem normalen Video auf. Singbau 192 Teile XB06041, LKW leicht. Wolf GL 1:30, Bundeswehrfahrzeug. Hier hinten auf der Rückseite sieht man, dieses hochwertige Produkt wurde entwickelt von Singbau zusammen mit Bluebricks. Das ist sozusagen dieses Bluebricks exklusiv für Europa. Im Rest der Welt verkauft Singbau das aber auch so. Ihr kriegt die auch in China gekauft, bei China-Händlern. Da ist natürlich nichts mehr drin. Steine sind da schon in meine Dosen gepackt. Ich stelle den Karton hier hin. Gucken wir uns erstmal die Aufbauanleitung an. Und ja, das ist leider Gottes ein Faltblatt, was auch ziemlich klein gedruckt ist, beidseitig. Und man kann schwarz und grün unheimlich schlecht unterscheiden. Wenn ihr mal hier guckt, so, das ist entweder schwarz oder grün. Ne? Hier geht's. Obwohl, man kann es doch jetzt erscheinen. Ich hatte, als ich bei Sascha gebaut habe, nicht ganz so viel Licht wie jetzt. Aber es scheint jetzt hier besser zu gehen. Einigermaßen, dass man das doch unterscheiden könnte. Ja, doch. Habe ich jetzt gerade was Falsches gesagt. Man braucht viel Licht, um es zu unterscheiden. Bei normalem Licht werdet ihr das aber nicht erkennen können. Das würde ich so denken. Gut, wir fangen an, das zu bauen. Ich habe mir gedacht eigentlich, dass ich das jetzt live zusammenbaue, weil das jetzt ja auch nicht wahnsinnig viele Teile sind, aber das könnte natürlich doch schon ein bisschen zu lange dauern, weil ich würde jetzt auch keine 1-Stunden-Video von diesem Singbau-Set machen. Ja, schwere Entscheidung. Also ich baue es jetzt mal so zusammen und dann gucken wir einfach. Also dann müsst ihr dann doch damit auskommen, dass es unter Umständen dann zu lange dauert, aber lässt sich jetzt dann nicht ändern. Der Sven hat entschieden. Gut, weil ich muss ja jetzt auch mal die Teilchen raussuchen und auch das dauert natürlich immer seine Zeit. Gut, ich mache mal zwischendurch einmal Pause und wieder an, nicht wundern. So, nein, das brauchen wir. Genau, jetzt sollen wir hier im Grunde genommen den da... Könnt ihr das eigentlich sehen? Ich stelle euch mal ein bisschen höher. Vielleicht ist das dann doch ein bisschen angenehmer für euch. So. Dit. Und dann so. Den drauf. Und da hängt ja diese Fliese jetzt locker unter. Und die machen wir mit so einem inverted Rundding hier fest. Und dann hält sie auch. So. Erster Schritt. Schritt 2. Da brauchen wir hier aus meinem Sonderkasten einmal drei grüne mit dieser Reling dran. Irgendwie hatte ich auch im Stream gefragt, wie die eigentlich wirklich heißen. Irgendjemand sagte was, aber so richtig hundertprozentig kam keine Antwort rüber. Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie die heißen. Dann kann er mir das gerne mal unten drunter schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, genau. Das ist nämlich wieder ein grüner. Ich suche hier schon wieder nach einem schwarzen. Gut, so. Dann der schwarze soll... Ne, so rum müssen wir es halten. Dahin. Dann hier ein grüner ran. Da der eine rein. Ach, das ist so hundertprozentig halten tut das auch nicht. Das Ding ist auch nicht hundertprozentig stabil. Ne? Also man muss da schon ein bisschen aufpassen. Kein Vergleich jetzt irgendwie hier mit Kubi oder sowas. Da sind so ein paar Sollbruchstellen vorhanden. Und das ist dann nicht so gut, wenn man an der falschen Stelle drückt. Dann kann da schon mal was auseinanderbrechen. Aber so, das Fahrzeug ist ja eigentlich auch nicht wirklich zum Spielen da, würde ich sagen. Weil das stellt man sich wirklich ins Regal, würde ich jetzt denken. Wenn man sich sowas kauft, dann ist man vielleicht Bundeswehr-Fan und stellt sich das ins Regal. Jo, so. Dit.
Und dann haben wir hier einmal so. Die kommen dann jeweils da rein. Dann haben wir hier so eine Schrägung nach unten dran. Und das gleiche auf der anderen Seite in schwarz. So. Und der kommt dann hier rein. Und das hängt natürlich nur in einer Noppe, wenn man da dann irgendwie falsch zieht oder sowas. Später kommt man da nicht mehr rein, das ist der Radkasten. Dann kann das aber abfallen. So, schwarz, dann haben wir irgendwo das Lenkrad, das soll jetzt schon ran. Das hatte ich doch hier reingeworfen, genau. So. Und das kommt hier einmal an die Front. Und dann hier so rein, der steht dann so ein bisschen über. Dann ein 2x6er in, würde ich jetzt sagen, wieder grün. Man kann es unterscheiden, wenn die beiden nebeneinander sind. Also schwarz und grün in einer Zeichnung. Aber wenn die alleine sind, dann frage ich mich jedes Mal wieder, ist das jetzt schwarz oder grün? Ne? Zwei Achsen, 4 Achsstopper brauchen wir. Ja, ich suche, da sind die anderen, genau. Und dann brauchen wir noch, ja, die habe ich ja eben gleich mit rausholen können, diese 2x4er mit Achsaufnahme unten. So. Okay. Dann sollen wir jetzt erstmal hier die Achse mittig anbringen. Die geht hier recht stramm durch, was sich nachher auch auswirkt, dass der nicht so wirklich, wenn ich ihn anstößt, dann rollt er nicht weiter. Aber alle vier Reifen drehen sich. Aber ihr könnt ihn nicht einmal so, wupp, so längs fahren lassen. Ne? Also das geht nicht so einfach. Da sind die dann doch zu starr für. So. Der dreht sich ein bisschen besser hier vorne. Die Achsstopper sind hier bei dem Modell gut. Das hat man bei Singbau ja auch nicht immer. Das hatte ich, also der hier geht zum Beispiel ziemlich schwer sogar drauf. Beim letzten Modell, da waren die wiederum nicht so gut teilweise. Also das ist auch echt immer unterschiedlich bei Singbau. Da gibt es so keine hundertprozentige Garantie. Ja, ab und zu schaltet sich meine Kamera mal ab. Wundert euch nicht, wenn dann irgendwo mal Teil fehlt. Die hat irgendwie eine Maximalaufnahmezeit und dann geht die aus. Das kriege ich dann immer nicht mit, dass ich die schon überschritten habe. Deswegen unterbreche ich auch zwischendurch mal. Also das ist der Stand der Dinge, falls jetzt irgendwie was war, was fehlte. Wir machen weiter. Das war Schritt 6. Jetzt kommen wir zu Schritt 7. So, da kommt dann hier so diese Teile hin, die hier zwei Noppen, zwei hoch sind, da ein hoch. 2x4er. Und dann jetzt hier nochmal von oben abgesichert, sodass das stabiler wird. Hier hinten, dieses Teil hier, das bleibt bis zum Schluss eine Sollbruchstelle. Also wenn ihr da falsch anfasst, dann bupp, geht das hoch. Da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das irgendwie nochmal extra absichern würde. Jetzt sollen schon die Räder dran. Und das macht nämlich auch Probleme. Und deswegen lasse ich das jetzt weg, weil wenn die dran sind, dann schwebt das viel mehr und ich kann das nicht mehr so richtig anpacken. Mache ich später. Aber mit den vier Rädern sollen wir eine 1x2er hier hinpacken. So. Und dann haben wir, ja, das kann man wieder nicht sehen. Wenn wir das in schwarz haben, dann soll es schwarz sein, ein um die Ecke. Aber ich sehe hier keinen schwarzen, also wird es wohl grün sein. Dann sollen wir die zweiten Achsstopper machen, damit wir die Reifen von vorne absichern. Das machen wir natürlich dann auch später. Und da wird jetzt hier einmal quer rüber gebaut und dann ist das ein bisschen fester hier. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. So, wo ist noch einer? Da. Und dann sollen wir hier diese Aufhängung haben. Auch die setzt bis zum Schluss locker. Das sind alles so kleine Stellen, ja, wo das dann nicht so gut sitzt. Ne? Weil das kommt einmal hier mit zwei Noppen unter und das bleibt irgendwie auch so. Wenn man da falsch anfasst, dann hat man das Ding in der Hand. Ne? So, so als Hinweis. So. YouTube, wo sind wir? Da. Ein 1x3er und zwei von diesen
Schrägteilen einmal 1. Die kommen, die beiden Schrägen kommen hier drauf jeweils. So. Und so. Und der Eimer Dreier kommt hier drauf. Okay, noch ein Eimer Dreier. Eieiei, ich gebe das hier aus. Und ein Brick Modified, einmal 2. So. Und der Brick Modified, einmal 2, der kommt hier vorne hin. Und die einmal Dreier kommt hier nochmal hinter. So, dann sind wir da. Das wird ein grüner 1x6er, ein schwarzer 2x4er, schwarzer 1x4er und 4 1x1er. 1, 2, 3, 4. Ich denke mal in grün, weil ich habe sie nur noch in grün. Und ja, da bauen wir jetzt so die daran, an den 1x6er, die beiden 1er. Und dann soll hier die 1x4er drauf, der schwarze soll da drauf. Und dann kommen hier noch die beiden grünen hin. So sieht das Teil aus. Und das kommt jetzt so rum hier drauf. Ja, so sieht das jetzt hier aus. So, dann haben wir Kotflügel, 2 Stück. Und 2x um die Ecke, 1. 2 und braune, ja, hier diese, ne? So, dann, das soll dann einmal so, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich den, soll ich den da anbringen? Nee. Warte mal. Kann ich gerade schlecht erkennen? Ich wundere mich gerade ein bisschen. Ach so, nee. Genau. Der soll. Ja, was mache ich gerade falsch hier? Was mache ich hier gerade falsch? Nee, verstehe ich gerade nicht. Ich muss kurz mal unterbrechen, darüber nachdenken. Ja, ich habe gesehen, dass man den drehen soll. Das ist hinten. Ich glaube, guck mal vorne. Wo gehört denn das hin? Das verstehe ich nicht. Klar, wenn man das falsch rum sieht. Und dann klappt das natürlich auch nicht. Die sollen nämlich hier so hin. Und dann kommen nämlich die Kotflügel hier vorne drauf. So. Und dann geht's weiter. Weil hier sind immer so kleine Drehdinger, ne? Das muss man natürlich kämpfen, ja. Aber den habe ich eben nicht gesehen. Ist mir nicht aufgefallen, dass ich das drehen sollte. Gut, ist dann so. So. 1x1er auf eine 1x6er. Und dann 3 von der weg, also hier anscheinend drauf. Und genau, das meinte ich. Ne? So, der bleibt irgendwie so lose. Das bleibt einfach so. Gut, ist so. Aber nur mal so als Hinweis für euch. Ne? Das sind so ein paar Sollbruchstellen hier. Vielleicht soll das auch sein, wenn das Ding auf eine Mine fährt, dass das dann hier auseinander fliegt und die Leute vorne geschützt sind. Ich weiß es ja nicht, aber ich bezweifle es. Gut, dann solche hier, diese, frag mich nicht, wie die heißen. Ich weiß das immer nicht alles. Das ist so, in auswendig erklären war ich schon immer schlecht. Und wenn es darum ging, einfach in der Schule irgendwas auswendig zu lernen, das konntest du vergessen. Anwenden von Sachen, ja. Aber auswendig einfach irgendwas aufschreiben. Ich habe solche Sachen nicht in meinen Kopf reingekriegt. Keine Chance. Deswegen war ich auch in Vokabeltests in Latein oder Englisch damals auf jeden Fall nicht wirklich super, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war nie so mein Ding. So.
Dann, was brauchen wir dann? Tja, naja, hier diese 90 Grad Bauumkehrer in einmal zwei. Zwei Stück in grün. Alter, daraus. Manchmal bin ich auch ein bisschen tollpatschig. Jetzt habe ich irgendwie Teile auf den Boden geworfen. Ich hoffe, ich finde die gleich wieder. Ich habe nur ein Teil gefunden. Ich hoffe, es war nur ein Teil, was runtergefallen ist. Ansonsten wäre blöd. Gerade so unterm Tisch ist es dunkel. Gut, ich kann da natürlich ein Licht runterstellen. Aber ich habe dann so einen recht, so einen Holz-PVC-Boden und da fallen viele Dinge nicht so richtig drauf auf, wenn ein Stein drauf liegt. Ich habe da schon mal dreimal rüber gesucht teilweise oder viermal, bis ich den Stein gefunden habe, obwohl der direkt vor der Nase lag. Also da muss man mal ganz klar sagen, der Fußboden ist jetzt nicht perfekt. Obwohl ein Teppich ist eigentlich noch schlimmer, weil gerade so ein Hochflorteppich oder sowas, da würden die Steine ja auch noch drin verschwinden. Insofern ist so PVC oder Holzfußboden natürlich in der Hinsicht noch besser. Ich glaube, jeder Boden ist schlecht für Teile, wenn man es mal so nimmt. Egal, auf welchem Boden man... außer man hat jetzt so einen schneeweißen Boden, dann hat man nur Probleme mit weißen Teilen. Aber wer hat sowas schon, ne? Genau. Dann haben wir jetzt hier sowas zusammengebaut mit Drücklicht und unten ja, Stoßdämpfer oder was immer das auch sein soll. Das kommt jetzt hier drauf. Da müssen wir von unten wieder fest gegenhalten, weil sonst drücken wir das gleich wieder mit runter. Ne? So sieht jetzt das Heck aus. Genau, dann brauchen wir einmal Vierer und ein einmal Zweier. Und das ist anscheinend schon wieder grün. Ne? Anscheinend. Sehr merkwürdig. Obwohl auch, man kann das so knapp erkennen. Ne? Aber naja, nicht immer. Aber immer öfter oder wie war das? Ne? So, jo, dann kommt das hier dahin, ne? So darüber, dann wird das oben von oben so ein bisschen noch mit abgesichert. Und dann machen wir weiter mit Schritt 21. Da brauchen wir zwei einmal 6er und ein einmal 2er. Und dann brauchen wir die beiden Türen. Ja, das sind so diese alten Türen, wie man sie noch früher kennt. Die habe ich schon in den 70ern gehabt, glaube ich, bei meinen Modellen. Also die sind richtig alt, die Dinger. Das Design auf jeden Fall, sagen wir mal so. Und wieder so rum. Mann. Habe ich jetzt irgendwas gerade? Ja, ich habe einen Schritt übersprungen. Nämlich Schritt 20. So, da brauchen wir nämlich hier noch zwei schräger Teile. So, ich muss mal kurz gucken. Da und da. Und dann kommt hier der einmal 6er drüber. Und dann haben wir hier hinten die Radaufnahme fertig. Vorne ist es so ein fertiges Teil, hinten ein gebautes Teil. Und der einmal 2er, wo soll der hin jetzt? Der kommt hier noch mit drauf. Und die beiden Türen kommen hier jeweils rein. So. Und so. Und dann sieht er so aus. Das Ding hier sollen die Kopfstützen sein. Ne? Gut, das war Schritt 21, 22. Schreiben Sie nur, man kann die Türen öffnen. Oh, wow. Ne? Hier. Gut, zweite Seite. Erste haben wir erledigt. So, zwei solche Plates, wo die Ecke fehlt. Ne? Einmal zwei ohne Ecke. Und dann brauchen wir, ein so und ein einmal Zweier. Und was sollen wir da tun? Das einfach hinlegen. Ja, sowas mag ich ja auch immer nicht so gern. Weil das verrutscht sowieso, wenn man da was draufpackt. Ja, oder wenn man gegenhaut auch. Ja, sowas soll passieren, habe ich gehört. Genau, das ist jetzt nämlich auch so ein bisschen instabiles Ding, weil diese Teile werden zusammengehalten mit diesen griffeligen Dingern und die haben meistens nicht so viel Klemmkraft wie andere. Stelle ich auch immer wieder fest. Und dass das ja auch nur mit zwei Noppen gehalten wird, trägt jetzt auch nicht unbedingt dazu bei, dass das jetzt wahnsinnig stabil ist. Ne? Also das ist auch so ein Bröselteil, das ist nämlich die Front.
Ne? Seht ihr schon hier, das wackelt. Das wackelt in sich und ist jetzt nicht so gut. So, das nächste Teil, das haben wir, glaube ich, schon fertig gehabt. Oder? Nee, Quatsch. Nee, ich rede Quatsch. Weil ich habe nämlich da bei dem einen Muster einen Aufkleber drauf, deswegen konnte ich das nicht wieder auseinandernehmen. Und deswegen meine ich, das wäre schon fertig. Oder ist es doch schon fertig? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ach so, doch, es ist doch schon fertig. Ja, ja, ja. Ich muss nur als Ergänzung noch die beiden Scheinwerfer hier rausholen. Die kommen nämlich hier jeweils in die Ecken drauf. Da. Und da. Und dann haben wir nämlich hier dieses Teil, ne, aus den so zusammengebaut, da ist nämlich das Kennzeichen dran und das kommt von unten so gegen. Und das ist insgesamt nicht wirklich großartig stabil. Auch das hier reißt man ganz leicht immer ab. Weil das kommt nämlich jetzt einfach nur an diese vier Noppen hier dran, in der Mitte. Und dann ja, hängt das. So hält's, aber man sollte dann nicht gegenschlagen. Dann kann das leicht abfallen. Gut, das war dann Schritt 25, 26 war der Aufkleber, 27 kommen wir jetzt. Einmal um die Ecke, Fliese, noch eine Fliese in Schwarz, in Grün, eine kleine in Braun. Und damit fliesen wir jetzt hier vorne die Motorhaube. So. 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 Und so. Dann kamen wir hier, wo sind sie? Ja, diese Flügelteile, sage ich da mal zu, die kommen hier auf den Rest der Motorhaube an die Seiten. Na, seht ihr, was ich, na, ich sag's doch. Das hält nicht, wenn man dagegen kommt. Ne, das ist so auch so eine Sollbruchstelle hier, sage ich mal so. Und dann sind wir in Schritt 28. Da kriegen wir die beiden Außenspiegel, würde ich jetzt denken. Ah, seht ihr, es ist doch ein Teil mehr runtergefallen. Da muss ich dann nochmal auf die Suche gehen, richtig dann machen. Ja, hab's gefunden, ein Glück. Ja, da hatte ich ja vorhin schon erzählt, dass das nicht unbedingt immer von Erfolg gekrönt ist. Aber diesmal hatte ich Glück, dass ich es gefunden habe. So. Bei unserem Tisch sind natürlich auch viele Kabel und so. Und ja, da kann das überall zwischenrutschen. Das ist dann nicht so schön. So, Außenspiegel. Einfach nur so eine Plate dran und dann sind das die Außenspiegel. Jetzt kommt die Scheibe, die ist schon ein bisschen zerkratzt oder milchig, wie ihr das seht hier. Ich hoffe, ihr seht das. Und die kommt jetzt hier drauf. So. Und dann haben wir hier solche, diese hier. Ne? Einen davon, ein braun und noch ein Eimer einer. Und die kommen jetzt, wieder drehen. Genau. So, schauen wir mal. Der kommt hier rein. Der grüne kommt daneben und der daneben. Und dann brauchen wir hier den 90-Grad-Umkehrer in schwarz und zwei 1x2er in grün. Und da kommt dann einer unten rein und einer oben drauf. Und dann kommt das hier neben und dann haben wir eine Höhe erreicht. So. Gut. Dann haben wir nochmal zwei von diesen hier und zwei mit dieser Reling, sage ich mal so wieder. Bis mir jemand genau erzählt, wie die heißt, vielleicht merke ich mir das dann. Aber auch das ist keine Garantie. So, das war falsch rum. Warum jetzt hier Noppen dann drin sind, keine Ahnung, ob sie die ohne Noppen nicht besitzen, nämlich im Bestand haben, aber die haben keine Funktion. Ne? Weil die werden nach innen gebaut und dann sind sie drin, aber ohne jetzt großartige Funktion. Da kommt eben auch nichts mehr dran. Dann haben wir die gleichen in Trans Clear hier und dann nochmal in Schmal. Und wieder zwei von diesen Reling-Teilen, oder? Ja.
zwei grüne und zwei schwarze. Dann die einmal einer. Dann drei grüne, einmal einer Plates. Und eigentlich eine schwarze habe ich nicht mehr, habe ich vorhin wo falsch geguckt, also vier grüne. Ist jetzt bei diesen Tarnfarben, denke ich auch egal, da stört mich das jetzt nicht so, dass ich dann mich da einmal irgendwo unter Umständen vertan habe. Oh, guckt mal Leute, wir kriegen Besuch. Die Amy. Da habt ihr sie auch noch mal gesehen. Jetzt kann ich dann wieder nicht weiterbauen. Damit war es das. Amy, Amy, Amy. Du legst dich dann einfach quer drüber. Hier bin ich, ne? Ja. Und das war's. Für uns alle. Die Zuschauer freut's. Die meisten auf jeden Fall. Ne? Ja. Genau. Dann sehen wir uns wieder, weil ich werde jetzt, glaube ich, nicht die Kamera die ganze Zeit laufen lassen, wo Amy hier ist. Dann wird das Video auf jeden Fall um einiges länger als geplant. Ne? Da kommt bestimmt irgendwo von irgendeinem Kommentar, macht doch mal ein reines Amy-Video. Ja. So ein Livestream Amy 24/7, 365 Tage, 52 Wochen. Die Amy-Cam. Nein, das wollen wir nicht. Dann werde ich ja auch gefilmt, wenn sie auf mich zuläuft. Ne? Gut, also bis gleich. Ja, kleiner Zwischenstand. Das Mikro ist ja gar nicht hier. Kleiner Zwischenstand. Amy liegt hier immer noch. Hat jetzt auch noch hier mein... so weit runter kann ich euch gar nicht stellen. Hat mein Kamerapuschel wieder entdeckt für das Mikrofon. Für sich. Und ja, wie ihr seht, sie liegt hier richtig schön ausgebreitet rum. Das dauert, glaube ich, heute etwas länger hier. Sie hat sich das so richtig gemütlich gemacht und erstmal nicht wieder weg hier. Und deswegen kann ich nicht weiterbauen. Ja, wie ihr seht, sie ist heute sehr ausdauernd. Jeder, der das hier guckt, sieht gerne Amy.
Ansonsten, die anderen sind wahrscheinlich rübergesprungen. Und ja. Aber ich dachte, ich mache mal so einen kleinen Teil dazwischen. Heute mal für alle Amy-Fans. Sie lässt sich immer gut durchkrauen zwischendurch. Das seht ihr sonst in den Videos ja nie. Ne? Und unterm Kinn mag sie das eben auch sehr gerne. Und sie findet dieses Licht, glaube ich, toll. Sie denkt immer, das ist die Sonne. Ist so meine Vermutung. So schön in die Sonne drapieren und liegen. Einfach toll. So, und nochmal für alle Interessierten. Hier an der Pfote haben Katzen hier oben den Daumen. Ne? Da seht ihr die Kralle. Und hier unten haben sie vier Krallen. Hier nämlich eine. Da. Wenn man hier in die Mitte reindrückt, dann kommen die alle so ein bisschen raus. Und hier oben ist eben der Daumen. Den haben sie aber nur vorne. Hinten haben sie den Daumen nicht mehr. Ne? Und hinten hat Amy so mit dem Alter so langsam das Problem gekriegt. Sie kriegt nicht mehr alle Krallen ganz eingefahren. Hier, die eine hier, die guckt immer raus. Hier gucken welche raus. Ne? Das passiert dann manchmal, dass sie nicht mehr ganz reingehen. Vorne hat sie das Problem nicht. Da gehen die eigentlich rein. Aber hinten gucken die immer hier raus. Wenn sie dann über den Teppich läuft, dann macht das dadurch dann öfters Krack-Krack, weil sie dann immer hängen bleibt. Aber stört sie jetzt nicht weiter. Also ich hatte auch mal einen Tierarzt, der hat gesagt, nein, abschneiden würde er nicht empfehlen. Das ist schon so okay. Ne? Ja. Gut. Und man kann eben hier auch Katzenohren umklappen. Wenn man so macht, wartet mal. Einen Moment. Klack. Ja. Manchmal hält es dann auch. So. Okay. Sieht ein bisschen blöd aus. Aber stört Amy nicht und sie findet es sogar total toll, wenn sie dann drin streichelt. Viele Katzen mögen das nicht. Amy mag das. Also vor allen Dingen, wenn sie so entspannt ist wie jetzt, dann ist das alles kein Problem mehr. Ja, das soll es gewesen sein mit Amy. Irgendwann geht sie wieder, dann baue ich weiter. Gut. So, und jetzt ist Amy wieder gegangen. Nehmen wir ein paar Haare hier rum. Ja, lässt sich nicht verhindern. Das ist so. Und genau. Jetzt können wir weiterbauen. Wir machen jetzt hier das. Und dann das. Und das. Dann haben wir hier sozusagen hier die mit der Reling nach drin wieder die Noppen. Ist wieder so bei den Transklier-Dingern genau das gleiche. Und dann kommt hier so einer neben und so einer drauf. Das war, da unter muss auch noch einer. So. Dann haben die eine Höhe. Das gleiche bauen wir jetzt nochmal. So. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja. Genau, so. Und so, jetzt brauche ich hier schon wieder Haare ein. Ja. Gut, so. Und dann wieder einmal einer. Oben und unten jeweils ein einmal Plate drauf. Und dann haben wir diese beiden Teile. Und die kommen einmal hier drauf. Und, na toll. So. Und einmal hier drauf. Gut, und dann sieht das so aus. Genau, das war Schritt 34 und dann kommen wir zu Schritt 35 und da haben wir drei Bricks. Und jetzt mache ich das gerade hier vorne wieder ab. In der Mitte hier hinten kommt der klare rauf und dann die beiden so. Dann haben wir hinten auch noch so ein Fenster angedeutet, so ein Fenster sein. Ne? Klar. Gut, jetzt bauen wir das Dach. Dafür brauchen wir die beiden hier. Einmal einer, einmal Vierer und einmal Zweier. Und dann wird das Grundgerüst so gebaut hier. Dann haben wir die Plate hier. Ein einmal Sechser und zwei einmal Zweier. Und genau, die kommen hier auf die Innenseite. So, dann kommt die hier hin
und der 1x6er hier vorne hin und dann haben wir schon mal ein Dachteil hier fertig und das wird jetzt dann noch überbaut, natürlich, klar, logisch. Hier vorne so diese grünen in grün, diese ja, Schrägteile oder Rundteile oder ich, nein. Dann brauchen wir 4 2x4er Fliesen. Die kommen jetzt hier drauf. Und dann ein braun schrägen, zwei grüne schräge, ein schwarzen schrägen und ein einer schräge. Einer schräge ist gut, ne? Einer schräge. So. Okay. Das. 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 Und das. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Haben wir ja schon hier fast fertig. Mit zwei Behältnisse leer. Also bei drei. Sehe ich gerade. So. Das kommt dann mit dem hier nach vorne so drauf. Ja, und jetzt genau das passiert. Ich habe gerade hier das hier unten losgedrückt, die Sollbruchstelle. Das ist immer ein bisschen blöd. Man muss hier drücken. Man darf nicht unten drücken. Dann passiert das. So. Ja. Und der ist wieder abgegangen. So. Dann brauchen wir hier so eine Rundteile. Die kommen noch hier jeweils rein. So. Und dann haben wir den weißen hier, da ist schon das Kennzeichen drauf geklebt. Ja, ich weiß nicht, ob das eben wieder was fehlte. Ja, ich muss mir das echt nochmal genau angucken, woran das liegt. Wie lange da die Aufnahmezeit maximal ist oder wie auch immer. Das weiß ich aber nicht so genau. Genau. Das kommt jetzt hier hinten irgendwo dran. Nämlich hier. Wieder mal hier gegen gekommen. Ich sage, dieses Ding hier vorne ist ziemlich instabil. Dann haben wir einen Reifen. Genau, der hier ohne Achse. Und dann muss der hier auf dieses Ding aufgenoppt werden. Und dann kommt der da so ran. Und das war's. Jetzt kommen die 4 Räder dran. Ja, ist mir hier so eine Ecke abgefallen. So, hatte ich nicht richtig festgedrückt. Okay. So, die kommen so rum dran. Und dann kommt hier jeweils noch so ein Achshalter ran. Und hier. Ach, toll. Ja, ich sag ja, das ist bei Kobi oder woanders wäre das teilweise alles überbaut. Jetzt habe ich das wieder gelöst. Das ist nicht schön. Ach, guckt euch das an. Jetzt zum Schluss, ne? Okay, so. Sowas, ey. Noch ein hier der rein. Na komm, geh rauf. Oh. Wieso? Will der? So, die sitzen so fest jetzt dieses Mal, dass man die kaum reinkriegt. Im letzten Mal sind sie von alleine abgefallen. Schon manchmal witzig. Also das ist so dieser Qualitätsunterschied bei Xingbao. Das Teil hier habe ich irgendwie zerlegt. Das müssen wir wieder zusammenbauen. Kommt wieder dran hier. Der kommt wieder unter. Gut, und dann haben wir ihn fertig.
Anleitung kann weg. Dosen können weg. So, und dann habe ich nochmal den daneben gestellt. Den anderen, den ich vor ein paar Wochen gebaut habe. So sieht es jetzt aus. Was ich meinte mit Rollen hier, alle Räder drehen sich hier, ne? Aber er rollt nicht von alleine. Also, da ist dieser hier besser aufgehängt. Gut, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet oder ein Abo oder einen Kommentar schreibt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Jetzt im Anschluss kommen noch Fotos wieder mit Musik unterlegt. Und dann bis dann. Tschüss. Been one to lock the door, always chasing something more, even if it leaves a damage that you can't restore. I looked up to you, I broke down crying, I don't know if you free is on the drain when you can't admit to say that I want you for your body, then I'll be out of my way. You broke my heart, you made this bittersweet. Look what you did to her, look what you done to me.